So, was können wir denn zusammenfassend festhalten? Was wurde denn heute alles freigelegt? Ja, hier an der Autobahn 15 zwischen Cottbus und Forst wurden heute mehrere Kriegstote durch die zuständigen Behörden geborgen. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst begleitet diese Maßnahmen, weil bei diesen Maßnahmen immer wieder Munition gefunden wird, was sich hier in dem Fall auch wieder bestätigt hat. Hier wurden mehrere Handgranaten bei den toten Soldaten geborgen. Kann man schon was sagen zur Identität der Gefallenen? Da bin ich jetzt nicht der richtige Ansprechpartner dafür, aber was ich gehört habe, ist, dass es sich um russische Soldaten handeln soll. Wie ist denn das weitere Vorgehen bei so einem Fund? Also was passiert, nachdem alles freigelegt und ausgegraben wurde? Die Munition, die transportfähig ist, die nehmen wir mit. Die Munition, die nicht transportfähig ist, wird vor Ort vernichtet. Und die Gebeine der toten Soldaten werden durch die zuständigen Behörden mitgenommen. Gibt es denn eine ungefähre Einschätzung, wie viel in der Gegend hier noch so vergraben liegt? Eine offizielle Einschätzung dazu gibt es nicht, aber es werden sehr viele Kriegstote hier noch vermutet. Und Munition genauso? Munition ebenfalls sehr viel, ja. Wie gefährlich ist denn so ein Fund? Ich meine, manche Sachen sind ja wahrscheinlich immer noch scharf unter der Erde oder noch gefährlich in dem Sinne, dass man, falls man zufällig was findet, sich da wirklich noch verletzen könnte? Ja, also wenn man irgendwo im Wald was findet, dann auf keinen Fall anfassen, sondern in jedem Fall, wenn man sich nicht sicher ist, was dort liegt, die Polizei anrufen und die informieren dann uns und wir gucken uns das dann an.